Auszeichnungen mit einigen Sätzen zu würdigen. Ich habe seinen Namen heute in der Früh eine der vielen Suchmaschinen bei Google eingegeben. Und ich habe 17.700 Ergebnisse präsentiert. Die wehrpolitischen Verdienste, für die er heute ausgezeichnet wird, sind für das Militär in Kärnten über Jahrzehnte hinweg Meilensteine wehrpolitischer Eingeleitartikel, waren Gewissen und Zukunftsweisen. Das Jahr 1991, der Jugoslawien-Konflikt, bestätigte seine in die Zukunft, damals in die Zukunft gerichtete eine wehrpolitische Stimme, wird auch heute noch in Kärnten gehört. Sein Engagement für die Landesverteidigung und das Bundesheer ist trotz seines rüstigen Alters ungebrochen. Einige wenige Meilensteine im Wirken des Auszuzeichnenden mit und um das Bundesheer. Sein Wirken hat zur hohen Akzeptanz des Bundesheers in Kärnten wesentlich beigetragen. Für dieses Lebenswerk und die Verdienste der Landesverteidigung dürfen wir Kärntner Soldaten ihn auszeichnen. Er ist Scotia, Abstammung, und er wird am 27. Dezember dieses Jahres 38. Chefredakteur in Ruhe einschätzen zum mehrpolitischen Kärntner des Jahres 2009. Diese Ehre zuteil wird. Ich darf von mir sagen, wenn ich kurz mein Leben zurückblicken darf, dass ich als Kriegsverwilliger eingerückt gegen Künder als Soldat gedient habe, vom Eismeer bis Kreta und Italien. Und dass es für mich eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit war, vor Soldaten Respekt zu haben. Und ich habe das, glaube ich, auch in vielen Zeiten in Österreich in Kärnten bewiesen und ich bin unendlich dankbar. Ricardo, Carlos, io capo che mi ha detto, è il mio amico, 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 è il mio amico,